Hallo, ich bin's der Blumenmann und heute geht's um diese Kerzen. Oh, wow. Eins. Zwei. Ja, ich möchte mit diesen Kerzen in dieses Gefäß eine winterliche, herbstliche Kreation mit dir zusammen machen. Und ich hoffe ganz fest, du bist offen, du hast ein offenes Ohr für meine Kreation. Und am Schluss kannst du sagen, wow, lieber Blumenmann, das hast du getroffen. Also, wir starten einmal mit der Steckmasse im Gefäß. Natürlich das Wasser nicht vergessen, sonst ist das kein Experten- und Profi-Gesteck, sondern irgendein Laiengesteck. Da ist wichtig, Wasser ins Gefäß nicht vergessen. Dann starten wir einmal mit dem Bereitstellen unseres Kerzenteils. Wir nehmen da lieber genügend als zu wenig Drähte. Wenn wir bei den Drähten sparen, heißt das, unsere Kerzen können nicht gut angegabelt werden und dadurch würden sie dann plötzlich aus der Kreation fallen. Wichtig ist, wir erhitzen mit einer Zange den Draht. Ich nehme da immer ein gebogener Draht und stoße den so sorgfältig hier rein. Man kann natürlich den Draht auch einfach einzeln reinstecken. Der geht erstens mal viel, viel schneller in die Kerze rein, aber du hast dann natürlich dadurch viel, viel weniger Stabilität für deine Kerze. Und ich will ja eigentlich Stabilität für die Kerze und unsere Kreation. Also, wir legen da mal diese drei Drähte rein. Der Vorteil ist, wenn wir drei Drähte an die Kerze oder unter die Kerze ran machen, dass wir da kein Problem haben, auch dass die Kerze dann wackelt oder sonst hin und her geht. Wichtig ist ja, wenn wir solche Kerzen dann zu Hause bei uns abbrennen, dass wir darauf achten, dass die Kerzen erstens mal nur unter Aufsicht abgebrannt werden und zweitens, dass wir uns ganz klar bewusst sind, Kerzen, je dicker, je länger müssen wir diese abbrennen. Das siehst du oftmals, wenn du eine Kerze hast, die nur ganz nicht schön abgebrannt ist, dann hast du oft das Problem, dass deine Kerze zu kurz aufs Mal abgebrannt wurde. Dann frisst sich eigentlich das warme Teil, die warme, heiße Luft innerhalb der Kreation rein, also der Kerze rein, und das heißt, deine Kerze kann nicht richtig brennen. Ich nehme jetzt mal farblich harmonisch, ich nehme da diesen Kerzenetikett weg. Der Kunde weiß ja dann, was er mir für eine Kerze gebracht hat. Darum nehme ich die mal weg. So. Sonst sieht es so doof aus. Was ganz wichtig ist, wenn wir Kerzenkreationen machen dürfen, dass wir am Schluss die Kerzentochter aufrichten. Ansonsten ist es nicht vollkommen, ansonsten ist die Kreation nicht perfekt. Dann ist wichtig, dass wir da jetzt im Winter, Herbst können wir auch mit trockenen Materialien arbeiten, wie zum Beispiel mit dieser wunderschönen Hortensie. Kann man da einfach auch schön einlegen. Auch Trockenmaterial kann man feucht verarbeiten, außer natürlich die trockenen Rosen. Die stabilisierten Rosen, das funktioniert nicht. Vielleicht sagst du mir jetzt dann gleich, Blumenmann, das ist zu hoch, wenn du so eine Calanchoe beharensis Blatt reinmachst, dann ist das zu gefährlich zum Abbrennen. Da hast du absolut recht, da müssen wir wirklich die langen Blätter einfach ein wenig ausknipsen. Ja, du denkst vielleicht, was könntest du da alles sonst noch reinmachen? Wir sind da absolut beschränkt, was die Materialien angeht oder die Menge, die Fülle
der Materialien, wir können da gar nicht zu viel Sachen reinstecken, weil die Kerzen schon fast das Gefäß ausfüllen. Aber ich gebe mir da Mühe, dass ich da Materialien reinmache, die erstens mal diese Kreation schön ausputzen und zweitens, dass ich darauf achte, dass die Materialien, die wir da verwenden, auch ganz lange schön bleiben, sodass wir da ein elegantes, schönes Blumen- oder Wintergesteck machen, ohne Frischblumen. Zum Beispiel auch mega schön sind diese Echeverien, die kann man so wunderbar züchten, selber ziehen und dann kann man da die untersten Blätter wegnehmen und mit einem Draht schnell und einfach in die Kreation machen. Farblich eine Augenweide finde ich, da hat zum Beispiel noch ein kleines Jungpflänzchen, also eine junge Pflanze dabei. Wichtig ist jetzt, dass ich da die zweite nicht hier reinmache, sondern dass ich die etwas versetzt einplatziere und dann das Junge auch noch irgendwo reinmache. Nicht, dass wir da das Gefühl haben, es ist wie nur ein Flügel wie Ohren links und rechts, das wäre ja immer schade, sondern dass wir da wirklich einen Dreiklang versuchen zu machen. Es ist oftmals so, wenn wir zwei Materialien haben, zum Beispiel zwei Rosen in einer Kreation, dass wir da schön Acht geben müssen, dass dann auch die Blumen schön harmonisch integriert sind und nicht, dass es da irgend so ein langweiliger Dreiklang gibt. Als weiteres Element nehme ich da so wunderschöne, leicht mit Wachs überzogene Zapfen rein. Das sind jetzt von einer Douglasie. Die kann ich da immer bei einem Kunden abholen. Schätze ich sehr, wenn ich solche Materialien einfach abholen kann. Natürlich nicht schon gewachst, aber das Wachsen, das macht mir jeweils noch Spaß, so ein wenig runterfahren. Auch wenn ich dann jeweils denke, Scheibenkleister, es geht nicht vorwärts. Ja, kannst du dir da vorstellen, eintauchen, austauchen und das hunderte Mal, da wird ich, der Blumenmann, schon ein wenig nervös mit der Zeit. So, eigentlich habe ich noch gedacht, wir nehmen da noch so schöne Moosäste rein, aber es braucht gar nicht mehr viel Material, sonst ist dann unsere Kreation schon zu überladen, muss ich ja immer wieder anhören von euch, du hast zu viel eingelegt oder das ist jetzt zu voll oder so, aber hier habe ich das Gefühl, noch so etwas ein wenig struppig, ruppiges, schönes einzumachen, das wäre doch toll. Und wenn dann eine Kreation fertig ist, und ich happy bin und ich hoffe natürlich, ihr auch sagen könnt, ja, uns gefällt diese Kreation auch, dann hoffe ich, dass auch ihr zu Hause zwitschert und vielleicht irgendein schönes Lied anstimmt mit euren Lippen und mit eurer Zunge und ihr zum Beispiel sagen könnt, wow, Blumenmann, das ist wieder ein Träumchen, das du uns da gezeigt hast. Ja, wenn du sagst, es ist ein wunderbarer Traum, dann schreib doch jetzt Traum in die Kommentare rein. Wenn du sagst, nein, ist nicht mein Ding, weil es zum Beispiel zwei verschiedene farbige Kerzen sind, dann sage ich dir, mein Liebes, meine Liebe oder mein Lieber, das ist ein Kundenwunsch, da mache ich einfach, was der Kunde wünscht und überlege nicht, oh, ich würde das oder das nicht so machen, sondern ich mache einfach. Ja, so geht es einfach und schnell. Man schaut, was hat man für ein Gefäß, man schaut, was kann ich daraus machen und man macht dann was Wunderschönes. Wenn du sagst, wow, elegant und schön sieht das aus, dann freue ich mich über deinen Kommentar und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Tschüss und weg, sagt dein Blumenmann.